Wunderschönen guten Tag. Wir haben in der letzten Stunde über Zahlensysteme gesprochen. Gell? Haben wir gesagt, Zahlensysteme sind wichtig, gell? Also um rechnen zu können, um also unsere numerischen Daten darzustellen und damit dann auch vieles anzustellen. Gell? Und da haben wir mehrere gesehen, weil also es gibt die, die wir schon lange kennen, gell? Also das dezimale Zahlensystem vor allem. Und dann gibt es andere, gell, also das Binärsystem, weil wir das mit der Elektronik sehr gut implementieren können. Und dann gibt es eben das Oktale und das hexadezimale Zahlensystem noch, wo vor allem das Hexadezimale in der Informatik eine sehr große Bedeutung hat. Gell. Ja, in der Geschichte hat es dann noch andere gegeben, gell, also das römische Zahlensystem, das war so ein wunderschönes, gell, aber hat sich nicht so gut durchgesetzt, gell, und ist dann mit dem römischen Reich untergegangen, gell. Okay, ja, auf jeden Fall, wir wollen hier weitermachen, gell, und wollen jetzt ein paar Sachen machen. Also wir wollen jetzt zum einen mal etwas rechnen, etwas Arithmetik machen, und dann wollen wir umwandeln, gell? Also Zahlen zwischen den Zahlensystemen dann umwandeln, gell? Mhm. Ja, schauen wir mal. Also, ich habe hier so eine Tabelle vorbereitet. Okay, ja, also, hier sehen wir die Addition und die Multiplikation binär, und zuerst wollen wir mal die Operation definieren, gell? Und zwar paarweise, und zwar die Summe aus 0 und 0 gibt 0, also genauso wie auch im Dezimalen, gell? Dann die Summe aus 0 und 1 gibt 1 und aus 1 und 0 gibt 1, gell? Also die Summe ist kommutativ, kann man also die zwei Operanden auch vertauschen. Und die Summe aus 1 und 1 gibt nicht 2. Die Summe aus 1 und 1 gibt 0 und einen Übertrag. Und der Übertrag, der wird dann in die nächste Stelle übertragen. Also das Ergebnis aus 1 und 1 macht 1, 0. Jetzt, wenn man 1, 0 wieder zurückrechnet ins Dezimale, dann würde rauskommen, dass die 0 der 1er ist, also kein 1er, und dieser 1er, das wäre der 2er, also ein 2er, gell? Mhm. Okay, also wird Dezimal 2 herauskommen, stimmt dann auch, gell? Mhm. Auf der anderen Seite haben wir das Produkt, und das Produkt wird hier auf 4 Fälle reduziert, gell? Also wenn ihr denkt, gell, in der Grundschule, gell, dort haben wir das kleine 1x1 gelernt, gell? Sie haben das kleine 1x1 zu uns gesagt, gell? Und in Wirklichkeit war das eine Tabelle mit 10x10, gell? Also da sind 100 Fälle eingetragen gewesen, gell? Also mit klein war da nichts, gell? Da hat man dann schon eine Weile gelernt, bis man da alle 100 Fälle gekannt hat, gell? Und das auswendig gekannt hat auch noch, gell? Mhm. Okay, ja, bei uns reduziert sich das auf 4 Fälle, gell? Und zwar 0 mal 0 gibt 0, 0 mal 1 gibt 0 und 1 mal 0 gibt auch 0, gell? Also überall dort, wo eine 0 im Produkt ist, kommt 0 heraus, okay. Und dann haben wir noch 1 mal 1. Und 1 mal 1 gibt 1. Ja, das ist unser kleines 1 mal 1, gell? Also hätte man sich da nicht so auf das dezimale System fixiert, gell? Hätte es da etwas kleiner gemacht, gell? Dann wäre man in der Mathematik dann beim Rechnen in der Grundschule schneller gewesen, gell? Also hätte man mit weniger Feldern arbeiten können, gell? Mhm. So, und jetzt wollen wir etwas rechnen gehen. Und zwar gelten die Regeln der Arithmetik, so wie wir sie in der Grundschule gelernt haben. Gell? Und jetzt wollen wir hier addieren. Und bei der Addition, gell, wo beginnen wir? Wir beginnen ganz rechts, beim Niederwertigsten. Gell? Und wenn wir einen Übertrag haben, dann müssen wir den übertragen in die nächste Stelle. Gell? Also wenn uns dieser Fall passiert, gell, dann wird hier diese 1 in die nächste Stelle übertragen, gell? Okay, ja, dann versuchen wir es mal. 0 und 1
macht 1. Kein Übertrag. 1 und 0 macht wieder 1. Kein Übertrag. 0 und 1 macht 1. Kein Übertrag. 1 und 1 macht 0. Und ein Übertrag. 1 und 0 plus der Übertrag macht wieder 0 und wir haben wieder einen Übertrag. 0 und 1 macht 1 plus der Übertrag macht wieder 0 und wir haben wieder einen Übertrag. 1 und 0 macht 1 und 1 macht wieder 0 und wir haben einen Übertrag. 0 und 0 macht 0. Wir haben noch den Übertrag, also 1. Okay, so, wie lang ist das Ergebnis? 8 Bit. Gell? Also wenn man da schaut, und das sind 8 Bit, gell? So viel wie ein Byte beinhalten kann. Noch ein Byte und wir bleiben im 8-Bit-Zahlenbereich drinnen. So, schauen wir das nächste Beispiel. 0 und 1 macht 1. 1 und 0. Macht 1, gell? Immer kein, ohne Übertrag. 0 und 1 macht 1. 1 und 1 macht 0 und wir haben einen Übertrag. Gell? 1 und 0 macht 1 und der Übertrag dann macht 0 und wir haben einen Übertrag. 0 und 1 macht 1 plus der Übertrag, gell? Plus 1 macht wieder 0 und wir haben einen Übertrag. 1 und 0 macht 1, plus der Übertrag macht wieder 0 und wir haben übertragen, gell? 0 und 1 macht 1 und 1 macht 0 und wir müssen übertragen. So. Ja, und wenn wir jetzt schauen, hier haben wir ebenfalls eine 8-Bit-Zahl gehabt. Wir haben sie zu einer 8-Bit-Zahl addiert und wir bleiben nicht im Bereich der 8-Bits. Wir haben eines mehr, 9, gell? Wir haben einen Übertrag. Puh. Ja, nicht gut, gell? Das heißt also, wir sind im Zahlenkreis, gell, von dem wir gesprochen haben beim Z80, sind wir drüber gelaufen, gell? Wir sind also über die 8-Bit drüber, gell? Also, wir haben im Prozessor jetzt auch das Carry Flag gesetzt. Und das können wir abfragen, gell? Ja, hätten es nur gemacht bei der Ariane 5, gell? Dann wäre die Ariane 5 vielleicht nicht abgestürzt. Okay, kommen wir zum Produkt, gell? Ja, das Produkt. Wenn wir diese zwei Faktoren multiplizieren, gell, dann macht man das ja schrittweise. Man nimmt also den ersten Faktor und multipliziert ihn dann mit jeder dieser Stellen einzeln, gell? Also das, ja, könnte man da mathematisch beschreiben, kann man sagen, das ist nichts anderes als die 0, die, okay, da ist eine 1, das ist ein 2er, das ist ein 4er und das ist ein 16er, das ist also dann auch dasselbe wie 16 plus 4 plus 2. Und wenn man 16 plus 4 plus 2 schreibt, dann könnte man das distributiv hinein multiplizieren. Gell? Und das ist eigentlich die mathematische Grundlage dessen, was man macht. Gell? Also man geht es einzeln ausmultiplizieren. Gell? Und das macht man hier so geschickt, gell, dass man dann beginnt und sagt, dieser 1er mal erster Faktor, lasse ich den Faktor stehen. Gell? Sonst hätte man ihn drunter hinschreiben müssen und man hätte oben den dicken Strich unter die Rechnung ganz durchziehen müssen. Gell? Mhm. Okay, also die erste 1 mal der Faktor ist der Faktor und den lassen wir stehen. Dann kommt die 0, dann müssten wir eines nach rechts und hier alles Nullen schreiben. Gell? Mhm. Okay, ja, also, das gehen wir da mal schön löschen. Gell? So. Also, dann gehen wir hier alles Nullen schreiben. Gell? Und jo, das macht man nicht, gell, weil mal 0, das wäre so wie mal 10 in Dezimalen, hier ist mal 2, das heißt einfach eine Stelle weiter nach rechts. Gell. Das heißt, dass wenn wir jetzt mit dem nächsten 1er multiplizieren, dann beginnen wir nicht eine Stelle nach rechts, sondern 2. Und da schreiben wir dann den Faktor hin, gell, also 1
0, 1, 0. So, dann kommt diese 1 und das heißt, wir gehen eines nach rechts und schreiben wieder 1, 0, 1, 0. So, und dann haben wir die letzte 0. Die müssen wir dann wieder schön drunter hinschreiben und eine Reihe von 4 Nullen. Oder wir sagen einfach, ah, das ist die letzte hinten, also nochmal eine 0 mehr. Das heißt, die Zahl wird um eine Größenordnung, um eine binäre Größenordnung größer. Also wird verdoppelt. So, jetzt müssen wir diese Ergebnisse addieren. Und ja, beginnen wir wieder hinten, 0 und nichts, weil das ist oben dicken Strich, gell? Also bleibt 0. 0 plus nichts ist 0. 0 und 1 macht 1. 1 und 0 macht 1. 0 und 0 und 1 macht 1. So, bis jetzt haben wir keinen Übertrag. Jetzt machen wir 1 plus 1 ist 0 und wir haben den Übertrag, gell? Und jetzt haben wir 0 plus und bleibt nur drüber drauf, also kommt 1 und hier kommt auch eine 1. So. Okay. Kontrollieren wir nochmal. Also 0, 0, 0 und 1 ist 1, 1, 1. 1 und 1 macht 0 und 1 Übertrag und dann noch eine 1. Okay, so, erstes Produkt. Dann kommen wir weiter. Hier haben wir ein nächstes. Okay, ja, wie funktioniert es hier? Gleich, gell? Also das heißt, wir beginnen wieder mit dem ersten Faktor. Der wird multipliziert mit der ersten 1. Und weil wir nicht nochmal abschreiben, lässt man einfach stehen. Gell? Und da ziehen wir hier nicht den Strich ganz durch, gell? Damit wir uns nachher erinnern. So, dann haben wir zwei Nullen. Das heißt, es geht also in der nächsten Zeile nicht eine Stelle nach rechts, sondern wir lassen zwei weitere aus. Gell? Also geht es insgesamt drei Stellen nach rechts. Und da kommt jetzt das Produkt mit der nächsten 1. Gell? Und das heißt, wir gehen jetzt den ersten Faktor nochmal abschreiben, gell? Also das ist ja ganz fein hier mit Nullen und Einsen multiplizieren, weil entweder geht man eines nach rechts oder man schreibt ab, gell? Also das ist dann noch einfacher als Dezimal, gell? So, dann kommt das noch einmal, gell? Also wir müssen das jetzt noch einmal multiplizieren und das ist gleich danach, das heißt, es geht nur eines dahinter. So. Und dann haben wir 1, 2, 3 Nullen noch. Gell? Also 1, 2, 3 Nullen. Ja, das da, das gehen wir jetzt addieren wieder. Gell? So. Okay. Und zwar von rechts wieder. Also 0 und nichts ist 0, 0, 0. Dann kommt eine 1. Also 1 und nichts ist 1, 1 und 0 macht 1, 0 und 0 macht 0, 0 und 1 macht 1, gell? Bis jetzt keine Übertrag, aber jetzt haben wir 1 und 1 und 1, gell? Also schrittweise, also 1 und 1 macht 0 und wir haben einen Übertrag, gell? Und noch eine 1 bleibt 1, so, Übertrag nicht vergessen, 0 und 1 ist 1 und 0 ist 1 plus der Übertrag ist 0 und wir haben weiterhin einen Übertrag. Dann haben wir 0 und 0 und 1 macht 1 plus der Übertrag macht wieder 0 und wir haben einen Übertrag. So, und jetzt schon. Jetzt haben wir 1 und 1 macht 0 und 1 macht 1. Und wir haben schon einen Übertrag, den wir übertragen haben. Und wenn wir zum 1 jetzt den alten Übertrag dazu zählen, dann haben wir wieder 0. Und wir haben ganze 2, die wir übertragen. Das heißt also, das ist ein Übertrag, der sich nicht hierher überträgt, sondern hierher. Okay, also wir hatten hier einen Übertrag übrig. Und hier haben wir 1 plus 1 plus 1 und noch eine 1. Das wäre ja dezimal eine 4. Und dezimal eine 4 wäre genau 1, 0, 0.
Gell? Das heißt also, der Übertrag ist praktisch eine 2, und zwar ja, geht es dann durchs Übertragen von 2 hierher, aber 2 hat hier nicht Platz, also wird es nochmal übertragen und dann ist das hier, gell? Okay, ja, also, dann gehen wir schauen, das gehen wir jetzt löschen und haben gesagt, hier kommt eine 0. Mhm. So, hier haben wir 1 und 1 ist 0, gell? Und einen Übertrag, das heißt also, wenn wir hier sind, haben wir jetzt zweimal eine 1 fallen Übertrag, gell? Haben wir also 0 plus 1 plus 1 macht wieder 0 und wir haben einen Übertrag. 1 plus der Übertrag macht 0 und wir haben einen Übertrag. 1 plus der Übertrag ist 0 und wir haben einen Übertrag und hier haben wir eine 1. Gell? Ja, schauen wir mal, wie lang ist denn das da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Stellen lang ist das geworden. Gell? Ja, da haben wir zwei so ganz unscheinige, heilige, also ganz scheinheilige, gell, sind das da, weil die so schön 8 Bit lang sind. Und was kommt denn heraus? Eine 16 Bit lange Zahl. Gell? Ja, das Produkt kann lang werden. Gell? Also da können sich die Anzahl der Stellen ja, verdoppeln. Gell? Also eine lange Geschichte. Gell? Mhm. Ja, dann, das ist also, ja, das da unten, das macht sie hier. Gell? Und das daneben, das macht es dann auch hier. Gell? Okay, also noch ein paar Versuche. Gell? Also ein bisschen was addieren, ein bisschen was multiplizieren. Gell? Hier auch. Mhm. Ja, dann gehen wir das mal speichern. Okay, ja, dann gehen wir schauen. Wir haben hier noch eine Tabelle mit Umwandlungen. Gell? Gehen wir mal schauen. Und so die Umwandlung, da gibt es ja verschiedene. Und wir haben gesagt, wir wollen die Umwandlung ja, von binär zu den anderen Zahlensystemen zu machen. Gell? Also einmal von binär zu dezimal oder dezimal-binär. Binär zu hexadezimal oder hexadezimal zu binär zu oktal oder umgekehrt zu oktal zu binär. Und wir wollen alle Zahlensysteme oder alle verschiedenen Zahlensysteme, die wir gesehen haben, in Dezimal umwandeln, und zwar das laut Definition über die Wertigkeiten der einzelnen Stellen. Gell? Und jetzt wollen wir das ein bisschen machen, denn genau das da. Gell? Also das Umwandeln ins Dezimale, wenn wir über die einzelnen Wertigkeiten gehen. Gell? Und dafür müssen wir die Wertigkeiten eben mal finden, wenn wir da binär nach Dezimal das umwandeln wollen, das als eine Binärzahl wäre, gell? Dann wären hier die Nuller, die Zweier, gell? Also die, nein, nicht die Nuller, die Einser, gell? 2 hoch 0 macht 1, 2 hoch 1 macht 2, 2 hoch 2 macht 4, gell? 2 hoch 3 macht 8, gell? 2 hoch 4 macht 16, sind die 16er, gell? Dann die 32er, gell? Die 64er und die 128er, gell? Haben nicht Platz da, ja, okay. So, das ist die Wertigkeit, gell? Und wenn wir das zusammenzählen wollen, gell, dann zählen wir jetzt natürlich zusammen die Ziffer mal die Wertigkeit. Und das Binäre ist so einfach, weil man dort entweder die Wertigkeit zählt, wenn eine 1 ist, oder eben 0, wenn eine 0 ist. Gell? Also müssen wir nicht lange die Ziffer mal Wertigkeit multiplizieren. Also das war 128 plus 64. 128 plus 64 ist 192, gell? Plus 32, gell? Also 192. Plus 32, da sind wir jetzt auf 224, nein, überhaupt nicht, da steht 0, gell? Also 192 und dann kommt 16 dazu, gell? Also 208, gell? 210, 211, okay, so, also einfach die einzelnen Wertigkeiten zusammengezählt, wo an der Stelle eine Ziffer 1 steht. Ja, dann alles 1, also eine 8-Bit-Zahl mit alles 1, was kommt denn da raus? Gell, da ist das 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2
plus 1. Und wenn man das zusammenzählt, dann kommt 254 heraus. Das ist also dasselbe wie diese letzte Zahl da, ist 128, weil das ist 2 hoch 7. Wenn wir zu dieser Zahl eine 1 dazu zählen, was kommt denn dann raus? Dann kommt eine 1 mit 8 Nullen heraus. Und zwar hat die dann die Wertigkeit 2 hoch 8. Und wenn wir von 2 hoch 8 1 wegzählen, dann kommen wir zu 255. Gell? Okay? Also, wenn wir das alles zusammenzählen, kommen wir auf 255, genau wie 256 minus 1. Dann haben wir hier eine 1 plus 128, also haben wir 129. Und was haben wir hier? Hier haben wir eine 64 plus eine 2 hoch 3, das ist 8. 64 plus 8 ist 72, plus 1 macht 73. Ja, dann rechnen wir weiter. Und zwar, das sind jetzt ein paar Beispiele im Oktalen, gell? Also Oktal zu Dezimal. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, gell? Und zwar, was sind denn das da? Das sind die 1er wieder, gell? Das sind die 8er und das sind die 8 zum Quadrat. Und die 8 zum Quadrat sind die 64er, gell? Wie viele 64er haben wir? 2. Also 2 mal 64, das ist 128, gell? Dann haben wir eine 8, gell? Also 128 plus 8, das ist 136, plus 5 macht 141. Dann, 3 mal 64, gell? Was ist denn jetzt 3 mal 64? Das ist 192. Plus 5 mal 8, 5 mal 8 ist 40, also 192 plus 40 sind also 232, plus 1 macht 233. Dann, oh, das ist jetzt groß, schaut mal da. 8 mal 64 plus 0 mal 8 plus 7. Gell? Geht das überhaupt? Und die Antwort ist so nicht, weil im Oktalen gehen die Ziffer von 0 bis 7. Gell? Also, was diese 8, das geht da gar nicht. Gell? Also, da wollten wir 8 haben. Was ist denn 8? 8 ist 1, 0. Dann würde es gehen. Gell? So, dann schauen wir mal. Also, was haben wir hier? Das sind die 1er, die 8er, die 64er und das ist dann 8 mal 64 und 8 mal 64 ist 512. Also haben wir 512 plus 7. Gell? Also 512 plus 7 wären dann 519. Okay, dann haben wir Hexadezimal zu Dezimal. Und diese Beispiele, ja, haben auch die 1er wieder und daneben sind die 16er, gell? Also 16 hoch 0 und das ist 16 hoch 1. Ja, wie viel haben wir? 2 16er, gell? Also 2 16er macht 32 plus a. Und A, das entspricht ja der 10, gell? Also nach 9 kommt 10 und das ist dann da die Ziffer A, gell? Also 32 plus 10 macht 42. Dann F, 0. Was ist F? F ist 15, gell? Also müssen wir machen 15 mal 16. Und ja, 15 mal 16. Das ist 240, gell? Plus 0 mal 1. Also 240 kommt da heraus. Man kann es auch anders überlegen. FF ist alles 1.
Und alles 1, das haben wir schon ausgerechnet, gell? Also alles 1 ist 255. Und wenn wir 255 haben, müsste hier auch f stehen. Und diese f wäre ja 15. Und 255 minus die fehlende f minus 15, gell, macht 240. Okay. Dann kommen wir zu dieser letzten. Das sind die 1er. Da haben wir 11, gell? Also a ist 10 und b ist 11. 11. Dann 2 mal 16 macht 32 plus 11 macht 43. Und das da, gell, das sind dann die 16 zum Quadrat, das sind 256. Und 256 plus 43, gell, das macht dann 43, das macht dann 299. Mhm. Ja, also hier habe ich dann noch ein paar drinnen, gell. Ja, jetzt das da als Übung dann auch noch ausrechnen, gell.